be gone! Riku, Jack, Rockies, Kyrie, Donald, Goofy, Sora, Orin! You won't forget this! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tales of Terestiria. Wir haben jetzt hier was gefunden. Auripigment. Oh mein Gott. So. Ja. Ich wollte euch natürlich nichts verpassen lassen, deswegen gucken wir uns das hier direkt an. Die Steine, das muss ich schon sagen. Auripigment. Kräftiges Gelb. どうしたんだ。その喋り方。オフィティコ。ゲフト。ゲフト。ああ、そうそう話か。あ。笑い事じゃないだろ。 Okay. Gut, haben wir das ja geklärt. Wir gucken mal hier mal so sneaky. Achso, wir machen erstmal kaputt. Da waren wir vorhin. Ne, waren wir nicht. Wir gucken mal, ob da eine Kiste. Ja, aber seit den Kraut. Oh, eine Kiste. Das ist ein falscher Schneck. Ist gerade richtig gelesen. Okay, wir machen jetzt mal nochmal einen gefährlichen Treffer. Aber diesmal machen wir das ohne Arte. Einfach nur aus dem Grund, weil wir mal wieder ein bisschen Stoßanzeige brauchen. Und die Viecher machen ja eh nicht gerade wirklich Schaden. Der Ruinenkreis ist schon heftig, ey, ohne alle zusammenzuziehen. So. Hi, hi. Windschreiter. Wie haben wir denn jetzt? Eineinhalb. Also zwei Kämpfe brauchen wir noch so circa. Wieder drei haben beide. Und dann kann ich das nämlich auch alles gleichzeitig aufrechterhalten. Wir gehen aber erst nach unten, um die Steine zu kaputt zu machen. Und so. Machen wir das erstmal. Kann ich das. Geil! Kann ich noch mehr gefährliche Treffer vorrufen? Nein. Eins, zwei, drei, vier. Level 72. Bin ich denn so low? So, mal kurz gucken. Nach links und nach rechts sind die Bäume. Okay, nice. So, dann der rechts. Dreifachschuss. Okay, nice. Trudel. Geil. Okay, man kann auch mehrere zusammenrufen. Spruchbeute. Auch nach dem Sieg über den ersten Feind solltest du nicht nachlassen. Die Objektverlustrate steigt mit der Anzahl der Feinde, die du besiegt hast. Ah, das ist ja eigentlich. Also ich komme da. Da komme ich jetzt nicht. Muss ich. Warte. Ja, ich muss jetzt. Doch, warte mal, dann schalte ich den Weg frei und dann gehe ich zurück und mache oben rechts. Wäre, denke ich, mir einfachster. Ja, gerne natürlich, wenn ich die ganzen Mobs zusammenhalten kann. Ey, das sind irgendwas Level 100 oder sowas. Haben wir aber übelst wenig Leben. Hier. Norman? Geil. Ich. Und zwar. Betäubungszeit.
Ja, nehm mal Edna, weil die wird am meisten betäubt. Ich weiß nicht, wenn du, ihr könnt das hören, dass im Hintergrund ein bisschen Musik läuft, weil momentan irgendwie ein bisschen Musik will. Aber ich glaube nicht so laut. Aber wenn dann nur, wenn ich halt rede. Ja, rechts lang jetzt. Da kann ich auch viel mehr mit reden und sowas, weil ich mich einfach ein bisschen mehr dazu bewege und sowas. Deswegen ist auch nicht so steil vielleicht. Oh, weicher Punkt. Aber. Sattel, ne? Wow! Oh, schreck gar nicht so. Ich habe hier so wenig Leben. Habe ich so wenig Leben? Hat die mich von hinten gern getroffen oder was? Alter. Übelst erschrocken. Mich von hinten getroffen, deswegen wahrscheinlich so wenig Leben, oder? Ich hab doch Full Life. Erfolgreich gespeichert. Gut, jetzt gehen wir weiter. Ich denke mal, es wird jetzt den Boss kommen. Also ein stärkeres Vieh, so ein. Ja, genau wie ich meine. Ich weiß ja nicht, was der. Warte, einfach mal so. Level 80. Anfällig für Arthas. Ja. Ja, okay. Okay, das macht viel zu viel Schaden. Verbranntes Tal, Turm des Bluts. Supernova, allerdings wollte antike Nova. Alter. Hat das wie gerade so viel Schaden, Alter? Das Ding, der haut dir gerade übelsten Schaden. Ja, genau. Alter, das Ding hat doch 1000 Leben und das haut mich gerade hier so übelst rum, Alter. Was ist da los? Alter! Lass mich rollen! Was? Das Vieh haut mich einfach so übelst um! What the fuck, dein scheiß Ernst? Das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein! Das Ding haut mich einfach übelst um! So eine Drehung und die sind einfach tot, Alter. Was ist da los? Ha! Ankion!
Zu mich rollen. Alter. Wirklich, euer Scheiß Ernst. Ich hoffe wenigstens Edna überlebt ein bisschen. Ich hab gesagt, du sollst deine Scheiß... So weiter wegbleiben, Alter. Das ist dein Scheiß Ernst! Was ist das für ein Ding gewesen? Sechsmal minus 129, Alter, ist so scheiß Ernst. Was? Alter. So, erstmal durchhauen wir ganz gut. Bossruine Sorten Südost. Okay, komme ich da jetzt raus? Ich habe keine Ahnung, was die Bossruine gerade so meistens ist. Bossruine. War ich aber schon mal. Anfang gewesen sein. Boah, kann ich mich ja überhaupt nicht mehr dran erinnern. Da bin ich bei Rohan. Ich bin da, aber darf mich nicht teleportieren. Ah, das war das. Alter, das war... Gündi. Okay. Okay. Okay, das ist halt übelst viel aus, das Vieh. Untot, Panzer, Gift.
Schwäche gegen Wasser, ja, und dann habe ich es schon vor allem. Als ob er flieht. Ist das dein Ernst? Ja, ey, Gott, leck mich doch mal am Arsch, ihr Pissviecher. Mich rollen! Lasst mich hier durch! Alter! Scheiß Level 90er Ding, weißt du? Versuchst dann irgendwas zu regeln und dann kommt einfach nur so die Kacke raus. Ist auch ein Joke, Alter. Was ist das? Denn noch Ostern-Quest. Wie lange haben wir denn schon wieder? Oh, 17 Minuten. Okay. Gut. Dann war es hier auch wieder für diese Sequenz von der Tales of Terraria-Folgenreihe. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.